will nachsehen, ob ich helfen kann. Ich musste mich schon etwas anstrengen. Ich sollte mit der Person sprechen, die ihr das sagen Danke. Hat. Wir sind erschöpft. Das war schon die dritte Schar heute. Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Die Grauhabichte griffen an. Sie sind Aasfresser, sie jagen sonst nicht. Was lockt sie hierher? Bestimmt die verdammten Kaja. Wenn das die Ära des Friedens ist, warum nehmen dann die Grauhabichte kein Ende? Es kommen immer mehr. Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außer am Nutzenschrott. Nicht wie die Kaja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Kaja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Kaja hier was liegen lassen würde, würde ich es ihm in den Hals stecken.
Warum glaubst du, dass Kaja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Kaja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie lockten die Kaja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Kaja stoßen. Was ist deine Aufgabe hier? Als Bürgermeister befehle ich hier. Ohne klare Anweisungen läuft nichts. Nicht wie die Kaja-Trampel mit ihrer blumigen Sprache. Aber seit wir ihren verrückten König los sind, herrschen Friede und Eintracht und der ganze Mist. Du glaubst, der Frieden hält nicht? Geh mir weg mit Frieden. Die Kaja-Händler betteln um Rabatt bei der Torsteuer. Grauhabichte greifen an. Was ist schlimmer? Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Kaja dahinter steckt. Was machst du da? Bei der Sonne. Es geht nicht aus. Was ist das? Ich hab's nicht gebaut. Es lag in einer alten Werkstatt. Was immer es ist, seit es eingeschaltet ist, greifen die Habichte an. Ich weiß nicht, wie ich es stoppen kann. So, das war's wohl. Jetzt rede. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja. Ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg. Aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen. Während wir... voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch, es könnte noch eins da sein. Und Schrecken verbreiten wollen. Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam... hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgrat, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn... der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten.
Dieser Kaja sagte, die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Hier ist das Lager des Wühlers. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein, wenn ich um die Lawine herumkomme.
Okay, sie ziehen ab. Ich wette, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Erledigt. Der lockt keine Maschinen mehr an. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfelds Bericht.
Ha, sehr nützlich. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nehme ich für unterwegs mit. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen.
für ein Wahnsinn. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Du willst einen Tipp? Behalte die Kaja im Auge. Das kann ich gut gebrauchen.